vergammelt da oben in seine Bude und kommt nur noch für die Heimspiele raus. Das kann nicht mehr lange gut gehen. Und die ganze Zeit am Kiffen. Hartes Urteil von jemandem, der einen 20-Piece in der Brusttasche trägt. Dennis hat inzwischen aufgegessen und drückt die leere Essschale direkt einer türkischstämmigen Frau vom Reinigungsdienst in die Hand. Ich nutze die Gelegenheit und lasse meinen Curry-Torpedo in die Bepflanzung in der Mitte der Hauptstraße gleiten. In Stuttgart würde man für sowas bestimmt von einem Dutzend pflichtbewusster Schwaben zur Rede gestellt. Hier denkt man sich, dass so Arbeitsplätze erhalten werden. Gut, ich baller mir am Wochenende auch mal ein. Aber da kannst du echt nicht vergleichen. Vom Speed lasse ich ja jetzt auch die Finger. Da würde ich aber gerne einen Bluttest sehen. Das Tempo kann der ohne Doping noch gar nicht lange durchhalten. Bevor ich für meinen alten Kumpel Steiger in die Bresche springen kann, wechseln wir am Centro-Service-Stand ins Obergeschoss. Dan verliert keine Zeit. Leichten, beschwingten Schrittes läuft er auf der rechten Seite zielstrebig in den Saturn. Ich grazil wie ein Kakerlak mit angesenkten Beinen hinterher. Was willst du eigentlich in den Laden? Ich will nur mal gucken, wegen dem Fernseher im Angebot. Sieh an, mein alter Schulkamerad ist also einer der Leute, die diese unsäglichen Zeitungsballagen mit knallbunter Werbung tatsächlich auch lesen. Solche Verhaltensmuster kenne ich sonst nur von meinem Opa, der auf dieser Datengrundlage täglich die billigsten Hähnchenschenkel am Ort ausfindig macht. Rein ins Elektrofachgeschäft. Und ohne Umwege direkt in die TV-Abteilung. Vorbei an den Gängen mit Küchengeräten, vorbei an den Gängen mit Tonträgern. Letztere übrigens inzwischen die kleinste Abteilung des Geschäfts und menschenleer. Während ich noch vor dem Hintergrund des Rückgangs an Tonträgerverkäufen Mitleid mit Dieter Bohlen bekomme, baut sich Dennis schon mit den Armen in die Hüfte gestützt vor dem Ausstellungsstück des Sony KDL 55Z4500AEP LCD-Fernsehgeräts auf. Das ist er, verkündet er stolz. Fast so wie ein kleines Kind, das zu Weihnachten das größte Geschenk ausgepackt hat und nun den heiß ersehnten Inhalt benennt. Und du hast gedacht, Steiger hätte den großen Fernseher, liest er mentalistenmäßig in meinen Gedanken. Der hat 132 cm Bildschirmdiagonale. Da kann der alte Gammelkäfer mal schön einpacken. Schon wieder will ich Veto einlegen und meinen Kollegen und Nachbarn in Schutz nehmen. Und schon wieder bin ich nicht schnell genug. Dennis hat inzwischen eine blutjunge Verkäuferin erspäht, Sonnenbank gebräunt und die obere Schicht der ansonsten schwarzen Haarpracht aschblond gefärbt. Ich dachte, solche Frisuren gäbe es nur im Osten. Sagt man deshalb nicht auch Ossi-Deckel dazu? Auf ihrem Namensschild steht J. Schwarz. Dennis lässt gekonnt seinen ganzen Charme spielen. Entschuldigung, junge Dame. Hört, hört. Ich hätte da ein paar Fragen zu diesem Gerät hier, formuliert er im feinsten Hochdeutsch. Können Sie mir da vielleicht weiterhelfen? Dennis grinst so, dass es selbst auf mich sympathisch wirkt. Ich kann es gerne versuchen, sagt Fräulein Schwarz etwas schüchtern und mit verliebtem Blick. Gut, Frau Schwarz, gibt mein alter Schulkollege Behutsamkeit vor, geht aber dann doch in die Vollen. Oder darf ich hier Jessica sagen? Hochgepokert. Sie könnte ja auch Jacqueline heißen. Oder Jutta. Oder Julia. Oder gar Jeanette. Ja, antwortet die junge Frau, die tatsächlich Jessica heißt. Jetzt hat er sie. Sie guckt verschämt von unten aus den Augen und spielt sich nervös in den Haaren. Sehr schön, ich bin Dan, lügt Dennis, den man auch Danny nennt, in einer übertrieben mondänen, astrein amerikanischen Aussprache seines Namens. Angenehm, piept es kaum hörbar aus dem hochroten Kopf. Hat der auch SCART-Anschlüsse? Als wenn das irgendjemand interessieren würde. Moment, ich guck mal, hier steht 2. Das klingt gut. Und wo liegt der in Sachen Stromverbrauch? Auch diese Information kann die junge Frau, die zufälligerweise so heißt wie eine deutsche Nachwuchsschauspielerin, den neben dem Fernseher aufgebauten Informationsfeld entnehmen. 23 W, Watt? Im Standby-Modus nur 1 W, Watt? Auch das klingt gut. Ich denke schon, denn macht die Uschi jetzt endgültig klar. Stattdessen verhaspelt er sich aber in technischen Details. Ist er auch HD-ready? Ist er was? Interessiert doch jetzt kein Sau-Depp. Die Angabe ist nicht auf dem Informationsschild vermerkt. Entsprechend gerät Jessica Schwart ins Straucheln und kann sich nur herauswinden, indem sie den Abteilungsvorgesetzten um Hilfe bittet. Moment, da muss ich mal eben den Herrn Schuster fragen. Herr Schuster hat den Flirt von Weitem beobachtet und sich schon mal einen Gang weiter bereitgestellt, um bei Bedarf dazwischen zu grätschen. Ein unsicherer Blick der Auszubildenden genügt und er erweitert unsere Dreiergruppe zu einem flotten Vierer. Ist der auch HD-Steady? Fragt Jessica unsicher. Was?
Herr Schuster ist offensichtlich etwas wortkarg, so wie man es von einem Elektrofachverkäufer Anfang 50 mit ungepflegtem Vollbart auch erwartet. Nein, Hardy Reddy, korrigiert Dennis. Ja. Nachdem Herr Schuster seine Auszubildenden zum DVD-Hüllensortieren abkommandiert hat, wird die Stimmung in der Dreierherrenrunde deutlich angespannt. Dennis lässt sich nicht gerne die Butter vom Brot nehmen und kann ziemlich ungemütlich werden. Für mich heißt das erstmal 5 Minuten Fremdschämen. Die leicht herablassende Art, mit der Herr Schuster seine Abteilung führt und seine Kunden berät, stößt meinen bis jetzt gut gelaunten Begleiter unangenehm auf. Dennis blitzt mir einmal kurz zu. Aus seinen zusammengepressten Lippen erkenne ich seine Rachegeliste. Mit jedem zweiten Klavierspieler, aber nicht mit dem Commander, flüstert er mir leise zu. Den Verlauf der nächsten 5 Minuten könnte man treffend als ein Battle um technische Fernsehkenntnisse beschreiben. Dennis will es wissen und er fragt jedes unnötige Detail, das ihm irgendwie einfällt. Herr Schuster ist sichtlich bemüht, sich keine Blöße zu geben. Bildschirmauflösung: 1920x1080 Pixel. Helligkeit: 500 CD/N2. Ich bin beeindruckt. Von Herrn Schuster, weil er diese Daten anscheinend auswendig weiß, aber auch von Dan, weil er offensichtlich was mit diesen Zahlen anzufangen weiß. Wie sieht es denn mit den Kontrastverhältnissen aus? 80.000 zu 1. Wie viele Programmplätze? 99 plus DVB-T/CHD. Ich bin spätestens nach dieser Buchstabenkombination raus. Neben den beiden SCART-Anschlüssen hat er wie viele Anschlüsse? 3x HDMI, VGA, USB, JUF und LAN. Ich gebe zu, dass ich zu diesem Zeitpunkt bereits halb in einem anderen Gang der TV-Abteilung stehe. Ich beobachte das Geschehen nur noch aus den Augenwinkeln und tue so, als ob ich mich für den billigsten Fernseher am anderen Ende der Aufreihung von TV-Geräten interessiere. Den JUF-Anschluss, den zeigen Sie mir aber mal. Herr Schuster geht tatsächlich auf die Knie und krabbelt hinter das Ausstellungsstück. Hier, brüllt er und zeigt mit dem gestreckten Zeigefinger auf eine der vielen Buchsen. Kein Grund, so unhöflich zu werden. Der Kunde ist schließlich König, treibt es mein alter Schulkollege auf die Spitze, gleichzeitig Blickkontakt mit mir suchend. Ich bemerke das und lasse sofort ab von dem kleinen, silbernen und überzeugend handlich aussehenden Fernseher für schlappe 120 Euro. Wenn es hart auf hart kommt, hält das Pack halt zusammen. Herr Schuster versucht sich zu beherrschen. Was wollen Sie denn noch wissen? Ertönt es gequält höflich aus dem Rauschebad mit Suppenresten. Wie schwer ist das Gerät eigentlich? 41 Kilo. Nie im Leben, protestiert Dan und schickt sich an, das Ausstellungsstück anzuheben. Bitte nicht anfassen, brüllt Herr Schuster mit einer kurzen Geste auf das Nicht-Anfassen-Schild, das über dem Gerät hängt. Dennis gibt klein bei. Na gut, lenkt er ein. Dann wollen wir uns mal über den Preis unterhalten. Wie viel hätte ich denn für dieses Gerät zu investieren? Ich erkenne das Zitat aus der legendären Anfangsszene von Bang Boom Bang. Herr Schuster auch, und er fühlt sich zu Recht verarscht. Steht doch dran, 2.999 Euro. Ich kann lesen, aber da kann man doch bestimmt was machen. Nein, der ist schon im Angebot, der lässt sich nichts machen. Dennis fühlt sich in seiner Geschäftstüchtigkeit beleidigt. Er baut sich vor dem übergewichtigen Elektrofachverkäufer auf. Irgendwie habe ich mich bei Frau Schwarz besser beraten gefühlt. Der hat gesessen. Ich schmunzle, muss mir das Lachen verkneifen. Herr Schuster entgeht natürlich nicht, dass Dennis und ich uns gerade köstlich amüsieren. Wenn Sie nichts kaufen wollen, muss ich Sie bitten zu gehen, macht der Abteilungsleiter von seinem Hausrecht Gebrauch. Wie aus dem Nichts dreht Dan total durch und macht Anstalten, auf sein Gegenüber loszugehen. Ich komme gerade noch dazwischen. Halt mich fest, André! Mach ich ja schon. Komm, lass mal gut sein, bei Media Markt gibt es auch Fernseher. Ich dringe meinen Kollegen zurück in Richtung Ausgang. Hör mal, den hätte ich astrein weggemacht! Glaub ich dir, ist es doch jetzt aber nicht wert. Wir passieren das Regal mit den DVD-Hüllen, in dem Jessica immer noch kleinlaut und ungeschickt rumfummelt. Hör mal, Jessica, das hast du echt nicht verdient, wie der hier mit dir umspringt. Die Auszubildende Schwarz ist anscheinend gerührt. Ich dachte, solche Nummern funktionieren nur in Teenager-Filmen. Ich erinnere mich an die Neil Young-Platte heute Morgen und an das Gefühl, das sie mir auslöste. Ich bin ein hässliches Teenager-Mädchen. Wie die in den besagten Filmen. Und deshalb habe ich auch keine Ahnung, wie solche Flirts laufen. Auweia.